So, guten Tag. Statistik. Es geht jetzt um den Vergleich von Mittelwerten und wir fangen jetzt zum ersten Mal an, das Gebiet der Theorie zu verlassen und gucken uns ein konkretes Beispiel an. Überschrift hierfür ist T42. Da ist ein Wortspiel dahinter und zwar geht es um den Vergleich von zwei Gruppen, deswegen two. Hinsichtlich des Mittelwertes und T steht für T-Test, weil das der Test ist, den wir dafür benutzen werden. Ganz kurz, wo wir hinwollen: Wir haben also immer das Ziel, von Stichproben auf Populationen zu schließen. Ja, das ist das Eigentliche, was uns interessiert. Wir haben über das Konfidenzintervall einen theoretischen Hintergrund uns angeeignet, um die empirischen Parameter gegen unbekannte Populationsparameter zu vergleichen. Und das ist aber alles noch sehr abstrakt gewesen. Wir haben dann im letzten Schritt das Konzept der Signifikanz eingeführt, wo wir dichotome Entscheidungen treffen können. Also Daumen hoch, Daumen runter. Für die Frage, ist das Ergebnis überzufällig, also ist der Mittelwertsunterschied zum Beispiel überzufällig, also signifikant, oder haben wir es hier mit einem Unterschied zu tun, den wir nicht als signifikant bezeichnen würden und wo wir sagen würden, naja, das könnte auch Zufall sein. Wir wechseln jetzt komplett den Fokus. Wir haben ganz viel bis jetzt für das theoretische Verständnis getan. Wir haben alle Zutaten uns zurechtgelegt, also Varianz, Standardfehler, Standardschätzfehler, P-Wert als letztes kennengelernt und haben damit letztendlich alles im Gepäck, um jetzt wieder auf das Kochbuchniveau zu kommen. Es ist also erstens wieder möglich, weil wir jetzt alles haben, und zweitens ist es legitim, weil sie ja keine Statistiker werden sollen, sondern nach wie vor das Berufsziel Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge haben. Also, unser Lernziel ist nichts anderes als die Beantwortung der Frage, wann mache ich was, wie lese ich Fremde und wie lese ich eigene Studien. Was wir heute machen, wie gesagt, ist das Thema der Mittelwertsvergleiche einzuführen. Und zwar beginnen wir mit dem T-Test für unabhängige Stichproben. Wir vergleichen mit dem T-Test zwei Gruppen hinsichtlich der Mittelwertsdifferenz. Im letzten Jahr war das ganz großes Thema, was Sie hier symbolisiert sehen, wo Sie möglicherweise nur ein Gesicht von beiden kennen. Das ist aber schon wieder Schnee von gestern. Ich hätte Ihnen dann aber dennoch die Frage gestellt, ob denn die etwas vage Fragestellung, gibt es einen Rezo-Effekt, und hängt der vielleicht vom Alter, hängt der vielleicht mit dem Alter zusammen oder mit dem Wahlverhalten? Dann hätte ich Sie gefragt, ob das überhaupt eine Hypothese ist. Die Frage nach der Hypothese müssen wir uns immer deswegen stellen, weil wir das Untersuchungsdesign ja konkretisieren müssen und wir die Frage klären müssen, können wir dafür einen unabhängigen T-Test benutzen für die Fragestellung, die wir hier haben. Wir hätten dann in der Vorlesung gesprochen über Variablen, über Operationalisierung, über Skalenniveaus. Das sind alles Begriffe, die Sie schon einmal gehört haben. Das hätte ich allerdings eben in der Vorlesung gemacht. Und wir können das hier gerne auch diskutieren. Finde ich aber an der Stelle jetzt nicht so wichtig, weil es uns vielleicht dann auch wieder ablenken würde von der Methode, die wir hier eigentlich mal einführen müssen. Endlich mal. Also, kurz nochmal zurück zur Theorie. Ich hatte Ihnen schon einmal diese Folie gezeigt und hatte gesagt, okay, wenn Sie Mittelwerte vergleichen aus einer und einer zweiten Gruppe, dann sehen Sie da, dass natürlich die Mittelwertsdifferenz eine entscheidende Rolle spielt, um die geht es hier schließlich, dass aber auch die Streuung uns da, die Streuung innerhalb dieser Gruppen, ja, innerhalb dieser Gruppen,
uns darüber informiert, ob der Mittelwertsunterschied nun etwas bedeutet oder nicht. Ich habe Ihnen das an einem zweiten Beispiel gezeigt. Diese Mittelwertsdifferenz ist die gleiche wie diese. Ja, ich mache es nochmal zurück. Diese Mittelwertsdifferenz ist die gleiche wie diese. Und trotzdem kann man bei der oder bei der Studie eher davon ausgehen, dass der Mittelwertsunterschied signifikant ist oder nicht. Ja, der Unterschied ist allein in der Streuung. Die Mittelwertsdifferenz ist dieselbe. Ja, können Sie selber schon mal im Kopf eine Vorstellung davon aufbauen, welcher von beiden Studien würden Sie eher glauben, wenn sie einen Mittelwertsunterschied als signifikant bezeichnet? Was wir dann oder was wir ab sofort eigentlich machen werden, ist, dass uns eigentlich nur die Blackbox interessiert und wir überhaupt nicht in die Blackbox hineingehen und gucken, was da drin passiert. Also letztendlich ist es ein großer, unbekannter Kasten, der T-Test. Wir wissen nur, wir tun dort eine unabhängige Variable rein, die hat zwei Stufen. Ja, es dürfen nicht mehr als zwei Stufen sein und es müssen Stufen sein. Das heißt, wer in der einen Gruppe ist, ist nicht in der anderen Gruppe und andersrum. Und es gibt eine abhängige Variable, von der uns der Mittelwert interessiert. Und was am Ende rauskommt, ist ein p-Wert. Von dem p-Wert haben wir gelernt, dass wir von ihm erwarten, dass er kleiner ist als 0,05. Wenn er kleiner ist als 0,05, dann bezeichnen wir den Unterschied als signifikant. Inhaltliche Beispiele dafür wären alle quasi experimentellen Designs und auch experimentellen Designs, bei denen ich zwei natürliche Gruppen hinsichtlich einer abhängigen kontinuierlichen Variable untersuche. Das simpelste Beispiel von zwei solchen Gruppen ist im experimentellen Design die Experimentalgruppe gegen die Kontrollgruppe. Beispiele wären, wir führen eine Klausur, wir schreiben eine Klausur und haben einmal ganz laut, weiß ich nicht, die Ramones im Hintergrund und einmal gibt es keine Punkmusik. Oder es gibt Mozart oder, keine Ahnung, David Guetta. Sie können auch das Klausurergebnis vergleichen zwischen zwei Gruppen, von denen die einen Schokolade bekommen haben und die anderen nichts. Und so weiter und so fort. Wir hatten auch dieses Beispiel von zwei Gruppen. Die eine kriegt während der Corona-Krise nur PDFs vor die Füße geworfen, sage ich einmal. Und die andere Gruppe kriegt Screencasts, kriegt die Möglichkeit für Online-Meetings, für alle möglichen Rückmeldungskanäle und so weiter und so fort. Es geht immer um den Vergleich von zwei Gruppen. Sie sehen jetzt hier allerdings erstmal vier Gruppen. Deswegen müssen Sie das eigentlich reduzieren. Der T-Test ist dafür da, dass Sie nur zwei Gruppen vergleichen hinsichtlich einer abhängigen Variable. Also irgendein Ergebnis von einem Mathematiktest. Und die unabhängige Variable ist was? Das Geschlecht. Ne? Unabhängige Variable ist das Geschlecht. Abhängige Variable ist der Score von dieser Mathearbeit. Das Design sieht so aus. Wir ziehen aus einer großen Population zwei Gruppen und dann bekommt die eine Gruppe eine Intervention, also da passiert irgendwas. Zum Beispiel ein Training, ein Bewerbungstraining oder irgendwas. Und es gibt eine Kontrollgruppe, die kriegt das nicht. Und zum Schluss wird nachgesehen, das ist dann die abhängige Variable, wie viele Leute dann Arbeit bekommen haben nach einer gewissen Zeit. Ja? Und da sehen Sie jetzt schon, okay, in der Interventionsgruppe, wo die ein Bewerbungstraining bekommen haben, sind es vier Leute und hier sind es zwei Leute, die Arbeit gefunden haben. Und das ist das klassische Design von einem sogenannten RCT, von einem Randomized Control Trial, einem Zufallsexperiment.
Experiment mit zwei Gruppen. Eine davon ist eine Kontrollgruppe. Ja? Was ist die Grundidee? Die Grundidee ist so: Sie sehen hier zwei Grundgesamtheiten, zwei Populationen, jeweils auf diesen Linien. Ja, das ist die Grundgesamtheit 2, das ist die Grundgesamtheit 1 und beide sind unbekannt. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Das heißt, wir kennen die nicht, diese Grundgesamtheiten. Das sind, um es jetzt einfach zu machen, alle Männer auf der ganzen Welt. Und das sind alle Frauen auf der ganzen Welt. Das sind die Grundgesamtheiten. Und die kann ich nicht alle untersuchen, sondern ich ziehe Stichproben daraus. In dem Falle ziehe ich aus der Stichprobe hier unten, Entschuldigung, aus der Grundgesamtheit hier unten, bestimmte Personen raus. Eins, zwei, oder so muss ich zeigen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja? Diese sechs Personen haben einen gewissen Mittelwert. Der ist hier durch diesen roten Strich gekennzeichnet. Dasselbe können wir in der blauen Stichprobe machen. Erhalten dort einen höheren Mittelwert. Das liegt unter anderem daran, dass wir hier auch jemanden gezogen haben. Also jemanden, der so sehr hoch scored auf diesem Maß, was uns interessiert. Und jetzt berechnen wir aus diesen Daten eine Testgröße. Und diese Testgröße heißt in unserem Falle T, weil das nämlich der T-Test ist. Ja, das könnte ein Chi-Quadrat auch hier sein oder ein Z oder ein U. Also es gibt ganz verschiedene Tests. Wir reden über den T-Test und das ist der T-Test zum Vergleich von x quer 1 und x quer 2. X quer ist jeweils ein empirischer Mittelwert. Und die 1 und die 2 stehen jeweils für die zwei Gruppen. Und was wir dann machen, was wir im Übrigen bei jeder Statistik machen, ist, dass wir die interessante Information, nennen wir sie mal Signal, durch die uninteressante, störende, unsystematische Information teilen. Und jetzt merken Sie schon, wann wird also T groß? Wenn entweder das Rauschen gering ist oder der Unterschied, der uns interessiert, sehr hoch ist. Ja? In einem von diesen beiden Fällen oder in beiden, kann auch sein, wird T groß und andersrum. Ja? Gut, was ist das Signal? Das Signal ist natürlich der Unterschied zwischen diesen beiden Mittelwerten, ja, die Mittelwertsdifferenz. Und im Nenner steht erstmal egal welche, aber wir können es ruhig so allgemein lassen, steht eine Streuung. Ja? Gut, was brauchen wir also, um den Unterschied zu testen? Jetzt zeige ich Ihnen die Formel und betone wieder, dass es nicht darum geht, diese Formel zu lernen, sondern Sie sollen sie verstehen. Und da ist es nichts anderes als das, was wir gerade gesehen haben. x1 quer minus x2 quer geteilt durch die Mittelwertsdifferenz standardisiert. Also das ist die Mittelwertsdifferenz und sie wird standardisiert, also geteilt durch den Standardfehler der Differenz. Das ist Nebenrechnung dieser Teil. Und wir können das kurz machen an der Stelle. Wir können also abschätzen, was mit dem T passiert. Wenn der Zähler größer ist oder der Nenner größer ist, was passiert also bei der gleichen Mittelwertsdifferenz, die ist gleich, was passiert mit dem T, wenn sich die Stichproben selber verändern? Wo sind hier die Stichproben? Wo sind die Stichprobengrößen? Stichprobengrößen stecken im N. N ist immer die Einzahl und die steht hier unterm Bruchstrich. Und dann nochmal unterm Bruchstrich. Wann wird T also groß, wenn die Stichproben auch groß sind? Ja? Das erkennen Sie entweder durch Umstellen dieser Gleichung und ein bisschen mathematischen Grundgefühl, oder Sie erkennen es einfach durch Nachdenken.
Ja. Wann glauben Sie einer Studie mehr, wenn Sie fünf in der einen Gruppe haben und fünf in der anderen Gruppe? Oder aber, wenn Sie 5000 in der einen Gruppe haben und 5000 in der anderen Gruppe? Ja? Völlig klar. Der T-Wert merkt das sozusagen, ob Sie eine große Stichprobe benutzen oder eine kleine Stichprobe. Und er bestraft das, wenn kleine Stichproben am Start sind. Wenn die Stichproben zu klein sind, hat das T es sehr schwer, groß zu werden. So einfach ist es. Wie ist das mit der Varianz? Können Sie jetzt genauso machen. Varianz steht hier. Entweder Sie denken mathematisch nach oder Sie denken einfach so nach. Wie muss die Varianz sein, damit der Unterschied glaubwürdiger wird? Die Varianz muss klein sein. Kleine Varianz heißt schmale Verteilung. Wenn ich zwei Verteilungen habe und die sind schmal, dann überschneiden die sich nicht so stark, wie wenn die Varianzen größer wären. Dann überschneiden die sich logischerweise stärker. Überschneiden immer schlecht. Gut, wir haben also die Formel festgelegt für den T-Wert. Das müssen wir Gott sei Dank nicht mehr selber machen, sondern das haben andere vor uns erfunden. Wir können diesen T-Wert ausrechnen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Und was machen wir dann? Dann würden wir oldschool in einer tabellierten Verteilung nachgucken. Diese Tabellen sehen so aus. Ich könnte Ihnen das jetzt erklären. Wie man das macht, man muss halt hier nach den Freiheitsgraden gucken und dann guckt man hier nach dem sicheren Grenzniveau, was einen interessiert, und dann weiß man, aha, bei 8 Freiheitsgraden ist der kritische T-Wert 1,8. Ja? Okay. Und jetzt muss man noch mal fragen, beziehungsweise kann man sich noch mal überlegen, wann wird es in Anführungsstrichen, das ist falsch, ne? Wann wird es signifikanter, wenn der T-Wert groß ist oder wenn er klein ist? Wenn er groß ist, ne? Wir hatten gerade gesagt, großes T spricht eher für einen Unterschied zwischen den beiden Gruppen als ein kleines T. Ja, wir würden dann also von hier nach rechts gehen, sehen, dass die Zahlen von links nach rechts immer größer werden. Also ein größeres T führt auch zu einem kleineren Alpha-Fehler, ja, zu einer kleineren Irrtumswahrscheinlichkeit. Ich mache das an dieser Stelle, zeige ich es nur kurz. Ich würde das in der Vorlesung, würde ich das jetzt auslatschen, das Thema und alles ganz genau erklären. Das ist jetzt aber für uns nicht so wichtig. Wenn Sie das sich selber angucken wollen, dann habe ich hier nochmal ein Video verlinkt. Dort ist es sehr gut erklärt und es springt eigentlich auch gleich an die Stelle im Video, wo es um diese Tabelle geht. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn der T-Wert größer ist als der kritische Wert, dann ist es signifikant. Jetzt ist Ihnen vielleicht aufgefallen und deswegen habe ich das Beispiel mit der Tabelle dann eben doch gebracht, auch wenn es oldschool ist. Ihnen hätte auffallen müssen, dass Sie die Freiheitsgrade brauchen. Ja, Sie müssen wissen, ich gehe nochmal zurück, Sie müssen wissen, in welcher Zeile lese ich denn hier überhaupt ab. Und dazu müssten Sie wissen, was ein Freiheitsgrad ist. Möchte Ihnen das an dieser Stelle nicht theoretisch erklären, weil da würden Sie einschlafen oder vor Aufregung erstarren, weil sie es eben dann doch wieder nicht verstehen. Es ist kein einfaches Konzept. Stellen Sie es einfach vor, dass die Freiheitsgrade der Stichprobengröße entsprechen. Sei es aber erstmal dahingestellt. So, was ist jetzt dieses ominöse T? Normalerweise verlassen wir uns zum Testen immer auf die Normalverteilung. Mit diesen sogenannten Schätzfunktionen gelingt uns dann der Rückschluss von den Stichproben auf die unbekannten Populationen. Das Problem beim Stichprobenmittelwert ist allerdings, dass der nicht normal verteilt ist. Er ist fast normal verteilt, aber nicht ganz. Er folgt einer anderen Verteilung und Sie haben es geahnt, die heißt T-Verteilung. Ja? Diese T-Verteilung ist etwas flacher, wie wir gleich sehen werden.
Ich möchte Ihnen ganz kurz dazu ein bisschen Geschichte erzählen. Das geht zurück auf William Seeley Gossett, ein Statistiker, der gearbeitet hat bei Guinness in Dublin. Und in dieser Brauerei in Dublin war es ihm verboten, wissenschaftliche Veröffentlichungen zu machen, einfach aus Geheimnisschutz, was die Rezepte betrifft und so weiter. Was hat er gemacht? Er hat trotzdem geforscht und hat die Teeverteilung, die er bei der Gelegenheit entdeckt hat oder entwickelt hat, unter dem Pseudonym Student veröffentlicht, und deswegen heißt diese Verteilung nicht nur Teeverteilung, sondern manchmal heißt es auch Studentverteilung. Es gibt auch studentisierte Werte und so weiter und so fort. Ja, das hängt alles mit diesem Pseudonym zusammen, das er sich damals gegeben hat. Wenn Sie sich jetzt fragen, was fange ich mit der Information an, muss ich Ihnen sagen, gar nichts. Sie wissen es jetzt halt. Mehr müssen wir uns dazu nicht merken. Was wir uns merken müssen, ist Folgendes. Was machen wir als Erstes? Wir stellen eine Nullhypothese auf, die besteht darin, dass in zwei Gruppen ein Mittelwert gemessen wird und dass dieser Mittelwert gleich ist. Als Nächstes berechnen wir den T-Wert. Wenn wir den T-Wert berechnet haben, müssen wir noch eine kleine Sache vorher testen, die Sie noch nicht gelernt haben. Wir müssen, oder wo Sie noch nicht wissen, dass das wichtig wäre. Wir müssen gucken, ob die Varianz in beiden Stichproben gleich ist. Und dann, in Abhängigkeit davon, berechnen wir den P-Wert. Das macht alles für uns der Computer. Ja, diesen ganzen Teil hier, den müssen wir nicht machen. Ja? Wir kommen erst hier wieder ins Spiel, wo wir nämlich sagen, okay, der P-Wert ist unter einem bestimmten Alpha-Niveau, das, was uns interessiert, meistens 5%, manchmal 1%, manchmal auch 1 Promille. Und dann würden wir sagen, okay, es ist signifikant. Wie wird das in SPSS praktisch umgesetzt? Dazu machen wir Folgendes. Ich zeige Ihnen das in SPSS und dann finden Sie hier auf den nächsten Folien Erklärung. Ja? Was wollen Sie zuerst? Soll ich es erst zeigen? Wir machen jetzt kurze Pause. Ich mache SPSS an und dann zeige ich Ihnen das mal an einem Beispiel. Okay? Bis gleich. Heute sehen Sie zum ersten Mal SPSS. Nein, also vielleicht haben Sie es vorher auch schon gesehen, aber von mir sehen Sie es zum ersten Mal. Wie ist SPSS aufgebaut? Letztendlich sieht es fast aus wie Excel. Für Sie wichtig, jede Zeile ist eine Person. Jede Zeile ist eine Person, genauer gesagt ist eine Untersuchungseinheit. Jede Spalte ist eine Variable. Sie sehen also hier zum Beispiel das Geschlecht. 2 bedeutet weiblich. Wenn Sie weiter nach oben gehen, sind auch ein paar Männer dabei. Dort ist hier eine 1 hinterlegt. Und dann sind alle möglichen Variablen hier nebeneinander aufgeführt. Ja? Und wir gucken mal. SATS 36, das ist ein bestimmter Test für Statistik, Angst. Und das ist eben das dritte Item, das ist das zweite Item, das ist das erste Item. Und das sind jeweils die Antworten. Auf einer siebenstufigen Skala hat diese Person also eine 6 angegeben, bei dem nächsten Item eine 5, bei dem nächsten Item eine 3. Ja, so ist es organisiert. Und auf diesem Item hat diese Person eine 3 angegeben, die nächste Person eine 1, die nächste Person wieder eine 3. Diese Person hat nicht geantwortet, minus 77, fehlender Wert und so weiter und so fort. Okay, das ist die grundlegende Struktur. In Zeilen jeweils die Untersuchungseinheiten, die Personen, in Spalten jeweils die Variablen. Wie läuft das jetzt? Analysieren, Mittelwerte vergleichen. Das ist das, was wir machen wollen. Und jetzt sehen wir hier schon, ah, Mittelwerte, ja, könnte ich ja das nehmen, könnten Sie machen, wäre aber falsch. Sie nehmen den T-Test, das haben Sie sich gemerkt. So, jetzt Problem. T-Test bei einer Stichprobe, T-Test bei unabhängigen Stichproben, T-Test bei verbundenen Stichproben. Bayesianischer T-Test. Keine Ahnung. Welcher ist es? Der für unabhängige Stichproben. Wir klicken also hier hin und sehen dann ein solches Dialogfeld. Wir interessieren uns für den Mittelwertsunterschied zwischen den Geschlechtern und jetzt interessieren wir uns für
Extraversion, Offenheit für Neues, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Verträglichkeit. Das sind die Big Five. Kennen Sie vielleicht aus dem Psychologie-Vorlesung. Gut, das war's schon. Das war's schon. Sie können auf OK drücken. Können Sie aber nicht, weil das noch ausgegraut ist. Warum? Weil hier noch zwei Fragezeichen stehen. Was können Sie hier machen? Was müssen Sie hier machen? Sie müssen die Gruppen festlegen. Das ist jetzt, könnten Sie sagen, ja, das ist doch aber Gruppe 1 und Gruppe 2 ist doch logisch. Ja, das ist schon richtig. Dort könnten in der Variable könnte aber auch die Schulart stehen oder das Bundesland. Und dann, wenn das Bundesland wäre, würden dort ja Werte stehen von 1 bis 16. Was Sie aber dennoch machen können, ist Bremen mit Nordrhein-Westfalen zu vergleichen. Und dann wäre es eben vielleicht 2 und 7. Ja, das wären die zwei Gruppen. Das heißt, Sie müssen hier festlegen, was sind denn die beiden Gruppen. So, wenn das fertig ist, können Sie auf OK drücken, dann hätten Sie es. Eine Sache noch vorweg, einfach auch, damit Sie es mal gesehen haben, Sie können auch auf Einfügen drücken. Was passiert dann? Dann geht ein sogenanntes Syntaxfenster auf. Ja, das sieht so aus. Hier sind jetzt die Befehle. Ja, so war es, ja, vor Windows war es so und auch jetzt ist es immer noch so, dass SPSS letztendlich eine Programmiersprache ist und dass man hier auch hinschreiben könnte. Ja, weiß ich nicht, mich interessiert eigentlich hier Big Five Offenheit, das interessiert mich gar nicht. Und dann könnten Sie die wegnehmen. Oder Sie tun hier noch andere Variablen dazu. Da ich jetzt keine aus dem Kopf weiß, lassen wir es an der Stelle mal weg. Aber Sie können auch es wird immer eine Programmiersprache im Hintergrund mitgeführt. Das sollten Sie zumindest einmal gesehen haben. Das ist schon alles. Mehr müssen Sie nicht machen. Wir lassen das ablaufen und kriegen dann einen Output. Und der sieht so aus. Was sehen wir hier? Wir sehen zwei Tabellen, die rauskommen. In der ersten Tabelle steht, ja, überlegen Sie mal selber, was das sein könnte. N, Mittelwert, Standardabweichung, Standardfehler, das Mittelwert ist das, die beiden Sachen seien jetzt geschenkt. Aber Mittelwert und N, das müssen Sie wissen, was das ist. Was sind das jetzt für Mittelwerte? Es sind die Mittelwerte der jeweiligen Variable, die uns interessiert. Und was interessiert uns? Es interessieren uns die Ausprägungen auf dieser siebenstufigen Skala. Ja, also von 1 bis 7 konnte man ankreuzen. Für Extraversion, Offenheit für Neues und so weiter und so fort. Für alle Big Five. Okay? Gut, also Mittelwerte und Gruppengrößen. Mehr ist hier nicht drin. Wo ist der P-Wert? Fehlanzeige. Ja? T-Wert auch nicht. Das findet sich alles hier unten in der zweiten Tabelle. In der zweiten Tabelle können wir nach dem T-Wert suchen. Den haben wir schon mal gefunden. Okay. Und wir können nach der Signifikanz suchen. Und jetzt folgendes Problem. Ich zeige zwar hier hin, aber hier gibt es auch die Signifikanz nochmal. Und das sind genau die Teile, die ich in der Vorlesung in den Folien extra dreimal erklärt habe. Ja, deswegen ist an der Stelle zum Nachgucken die PowerPoint-Präsentation wichtig. Ich sage Ihnen jetzt mal, was ich hier schnell sehe. Die richtige Zeile, Entschuldigung, die richtige Spalte ist diejenige. Ja, ist nicht die hier vorne. Nein, 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 nicht hingucken, sondern die. Das ist die richtige. Wir können auch hier mal gucken. 4,5, 4,7. Ist das signifikant? Ja, vielleicht 5,3, 5, oder 5,4, fast 5,4. Das wird kein signifikanter Unterschied sein. 4,5, 5,2. Oh ja, das könnte einer sein. Ja, und genauso gucken wir jetzt mal hier, ob sich das bewahrheitet. Okay, also Extraversion nicht signifikant. Offenheit für Neues nicht signifikant. Weil dieser P-Wert zu hoch ist. Ja? Der ist also viel größer als 0,05. Gewissenhaftigkeit ganz klein. Neurotizismus ganz klein und Verträglichkeit. Das heißt, bei diesen drei letztgenannten haben wir einen signifikanten Mittelwertsunterschied. Gucken Sie sich die Differenzen an zwischen
Zwischen diesen beiden Gruppen, da haben wir hier 4,6 versus 4, versus 5,3, 5,2, 3,8 versus 4,6. Also das ist immer Mittelwertsdifferenz haben wir hier. Das ist immer so ein halber Punkt, fast ein ganzer Punkt manchmal bei Neurotizismus Unterschied auf dieser siebenstufigen Skala im Mittelwert zwischen beiden Gruppen. Okay. Was ich Ihnen jetzt vernachlässigt habe, ist die Beantwortung der Frage, hä, wieso ist jetzt hier die Signifikanz zweimal da? Das müssen wir uns angucken in den PowerPoint-Folien. Ja? Sie sehen aber jetzt schon, auch wenn ich das nicht weiß, ist es eigentlich egal, die sind beide nicht kleiner als 0,05. Auch hier nicht. Hier sind sie beide kleiner als 0,05. Hier auch und hier auch. Das heißt, es ist wichtig, aber in den meisten Fällen ist es nicht entscheidend, nicht spielentscheidend, nicht life-changing oder game-changing. Okay, soweit so gut mit dem praktischen Beispiel und wir treffen uns gleich wieder in der PowerPoint. Okay, bis gleich. Welcome back. Ich hatte Ihnen gesagt, in der PowerPoint haben wir jetzt alles nochmal haarklein erklärt, wonach wir gucken. In der zweiten Tabelle, dort spielt die Musik. Die ist aber jetzt noch zu klein, deswegen mache ich sie ein bisschen größer. Hier ist genau die interessante Information. Was hier anders ist, ist, dass wir hier andere Variablen uns angeguckt haben. Beim Geschlecht bleibt es und dennoch haben wir hier einmal die Mathe-Note als interessierende Variable uns angeguckt. Besser gesagt, die Mathe-Note in Form von Punkten vom Abitur. Und wir haben eine Subskala, nämlich die Angst, Statistiken nicht ordentlich interpretieren zu können. Okay? Gut. Wir haben über alles schon gesprochen. Die Mittelwertsdifferenz ist einfach, so wie der Name schon sagt, die Differenz zwischen den Mittelwerten. Wenn Sie hier also sehen, minus 0,06, dann ist das die Differenz zwischen 9,32 und 9,38. Ja, Differenz daraus ist 0,06. Das Minus ergibt sich woraus? Genau. Jeweils aus der Richtung, von der ich den Mittelwertsunterschied betrachte. Ist also vollkommen egal, ob Sie jetzt Männer mit Frauen oder Frauen mit Männern vergleichen. Deswegen ist dieses Vorzeichen uns auch egal. Okay? Gut, Mittelwertsdifferenz. Und was wir hier sehen, ist die Signifikanz. Ja? Sie suchen also nach dem p-Wert bzw. nach der Signifikanz. Und das Problem ist, Sie finden das hier zweimal. Einmal hier und einmal da. Ja, das ist also hier vorne, dieser Teil ist auch nochmal eine Signifikanz. Wo ist der t-Wert? Der ist einfach zu finden, weil es gibt eine Spalte, die t heißt. Problem ist hier wiederum, welche Zeile ist denn jetzt die richtige? Ja, ist es bei der Mathe-Note, ist es die minus 0,104 oder ist es die minus 0,098? Ja, das ist eine Frage, die Sie bis jetzt noch nicht sich beantworten können. Die Antwort liegt hier vorn. Der T-Test hat eine Voraussetzung und das ist die sogenannte Varianzhomogenität. Der T-Test möchte gerne, dass Sie zwei gleich geformte Verteilungen haben, dass Sie also beide die gleiche Varianz, annähernd die gleiche Varianz haben. Ja? Wir haben Grafiken dazu schon gesehen, habe ich Ihnen mal am Anfang gezeigt. Zwei gleich geformte Verteilungen, dann ist alles prima. Das mag der T-Test. Was der T-Test nicht mag, ist, wenn die Varianzen heterogen sind. Okay? Deswegen wird als erstes dieser sogenannte Levine-Test gemacht. Das ist der Test auf Gleichheit der Varianzen. Und der geht von hier bis, ja, bis hier. Ja? Das ist der, nicht der T-Test, sondern das ist der Levine-Test auf die Gleichheit der Varianzen. Der ist hier signifikant oder nicht signifikant? Ist größer als 0,05. Ist genau genommen 0,55. Das sind 55% Irrtumswahrscheinlichkeit, wenn ich behaupten würde,
Es gibt einen Unterschied zwischen beiden Varianzen, obwohl gar keiner da ist. Das ist viel zu viel. Ja, 55% Fehlerwahrscheinlichkeit, da ist ja Raten besser. Okay? Also, wir lernen hier raus, die Varianzen sind gleich. Die sind gleich. Die Varianzen bei der anderen Skala sind auch gleich. Aber sie sind offenbar schon verschiedener, denn hier wäre um ein H wäre der P-Wert unter die 0,05 gerutscht. Ja? Okay, wir lassen es aber erstmal da. Dabei, die Varianzen sind gleich. Das heißt, ich weiß jetzt hier, welche Spalte ich, Entschuldigung, welche Zeile ich nehmen muss. Weil ich nämlich jetzt weiß, okay, equal variances assumed, gleiche Varianzen angenommen. Also nehme ich diese Zeile, die erste. Ja? T-Wert ist 0,1 bei 152 Freiheitsgraden. Ja, wir haben 154 Leute, also 152 Freiheitsgrade. Das ist nicht signifikant. Ja, nicht signifikant. Während wir hier unten, machen Sie es mal in Gedanken mit, welche Zeile muss ich nehmen? Die hellblaue oder die dunkelblaue? Ich muss auch hier die hellblaue Zeile nehmen, weil die Varianzen ja gleich sind, wie wir hier sehen. Wenn wir die Ungleichheit behaupten würden, obwohl gar keine da ist, würden wir in 6% der Fälle einen Fehler machen. Das ist uns zu viel. Ja? Also gehen wir davon aus, nee, die Varianzen sind gleich. Wenn die Varianzen gleich sind, haben wir hier einen P-Wert von 0,014. Das wiederum ist kleiner als 0,05. Und deswegen können wir hier sagen, okay, zwischen Männern und Frauen in ihrer Stichprobe oder in ihren Vorgängern. Männer und Frauen unterscheiden sich in der Angst, statistische Sachverhalte nicht ordentlich interpretieren zu können. Können Sie dreimal raten, in welche Richtung das ist? Gut, also. Dieser gesamte Teil hat mit dem T-Test noch gar nichts zu tun. Für den Zweck der besseren Veranschaulichung habe ich hier einfach mal an dem Wert ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt einfach mal so getan, als wäre das nicht 0,06, sondern als wäre es 0,04. Wie würden Sie dann entscheiden? Dann ist dieser Teil oder dieser Test signifikant. Was heißt das? Er ist signifikant heißt, die Varianzen sind verschieden. Wenn die Varianzen verschieden sind, muss ich die dunkelblaue Zeile nehmen und dann steht hier eine 0,05. Jetzt können Sie wieder dreimal überlegen, ja, ist denn 0,05 kleiner als 0,05? Darüber haben wir nie gesprochen, dass er genau auf den Wert fällt. Was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich mit drei Stellen nach einem Komma angegeben. Sie können davon ausgehen, dass es weitere Stellen gibt. Diese Stellen können logischerweise nicht kleiner sein als 0. Das heißt, die sind über 0. Das heißt, der Wert 0,050 ist wahrscheinlich, nein, der ist hundertprozentig größer als 0,05, als unsere Signifikanzschranke. Deswegen müssen wir sagen, okay, das ist nicht signifikant. Jetzt sehen Sie schon, was das für einen Unterschied macht, ob Sie hier richtig ablesen oder nicht. Ja. Denn wenn die Varianzen gleich gewesen wären, dann wäre dieser Unterschied durchaus signifikant gewesen. Okay? Gut, diese Pfeile hier, die sollen einfach nur die Richtung des Denkens oder die Reihenfolge des Denkens Ihnen nochmal erklären. Sie starten, ich gehe nochmal zurück, Sie starten in dem Feld, wo der Test auf die Varianzgleichheit gemacht wird. Und in Abhängigkeit von diesem Ergebnis entscheiden Sie sich entweder für die hellblaue oder für die dunkelblaue Zeile. Und in der wird abgelesen.
ja, in dem oberen Beispiel nicht signifikant, also Varianzen gleich, also obere Zeile. In diesem Beispiel, was hier ein bisschen gefaked ist, in diesem Beispiel signifikant. Signifikanz heißt, die Varianzen sind verschieden, also muss ich in der zweiten Zeile ablesen. Das mache ich dann, komme auf 0,05, denke ein bisschen nach, merke, oh, das kann nicht kleiner sein als 0,05, also auch nicht signifikant. Gut, was gibt SPSS uns noch aus? Diesen Teil, den habe ich erst abgeschnitten gehabt, diesen Teil hier rechts. Und hier habe ich ihn nochmal vergrößert. Was ist das? Das ist das Konfidenzintervall. Das ist unser Vertrauensintervall, was hier eingestellt ist mit 95%. Wir hätten das auch mit 99% machen können, aber wir haben immer über diese 95% gesprochen. Deswegen lassen wir das jetzt auch so. Und was Sie jetzt hier nachsehen müssen, ist Folgendes. Es steht hier. Ist die 0 mit eingeschlossen in diesem Konfidenzintervall oder ist sie das nicht? Erstmal die Frage, ist es in diesem oberen Beispiel, ist die 0 mit eingeschlossen? Ja, sie ist mit eingeschlossen. Was heißt das? Das heißt, der Mittelwertsunterschied zwischen beiden Gruppen ist mit 95%iger Wahrscheinlichkeit entweder etwas kleiner als 0 oder er ist größer als 0. Mit jeweils einem Punkt. Würden Sie bei so einer Situation sagen, ja, Frauen sind hier besser oder Männer sind hier besser? Würden Sie natürlich nicht sagen, weil Sie mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ja einen Wert haben, irgendwo zwischen minus 1 und plus 1. Ja, und das Vorzeichen minus und plus steht ja genau dafür, dass die eine Gruppe größer, höher ist als die andere oder andersrum. Ja, also das ist komplett entscheidend, was dort für ein Vorzeichen steht. Ja, und da würden Sie also niemals sagen, okay, und deswegen ist es ist immer so, es ist immer sind die Frauen hier besser oder die Männer, das ist völlig egal jetzt. Ja, das wird so sein, das ist auf jeden Fall systematisch. Ja, da würden Sie nicht, sich nicht hineinsteigern, weil eben die Null genau in dieser, jetzt fehlt mir die dritte Hand. Weil zwischen diesen beiden Grenzen die Null ist. Ja? Wenn das Konfidenzintervall außerhalb der Null ist, dann haben wir einen signifikanten Unterschied. Ja? Hier, in dem Falle hier oben, ist es außerhalb, weil beide Grenzen, sowohl die untere Grenze als auch die obere Grenze des Konfidenzintervalls, unter Null sind. Ja? Sind beide negativ. Das heißt, eins ist schon mal klar. In dem Falle geht es um die Interpretationsangst. Die Interpretationsangst ist bei Frauen mit 95%iger Wahrscheinlichkeit in der Population höher. Ja? Das steht schon mal fest. Sie ist auf jeden Fall, sie ist höchstens ein kleines bisschen nur höher, aber auf jeden Fall ist sie höher. Okay? Das steht hier fest. Also, Sie gucken immer danach, ist die 0 mit enthalten in diesem Konfidenzintervall oder nicht. Wenn die 0 enthalten ist, ist es nicht signifikant. Jetzt ändere ich das hier ein bisschen und mache mal ein paar Einsen dazu. Jetzt ist der Unterschied bloß noch 0,5, ja, der ist kleiner geworden, zwischen 1,5 und 2. Unterschied ist kleiner geworden. Gleichzeitig ist hier, was wir sehen, auch die Varianz größer geworden. Und jetzt sehen Sie beim zweiseitigen Testen hier diese Ablehnungsbereiche. Der Ablehnungsbereich hat jetzt, oder die Irrtumswahrscheinlichkeit beträgt jetzt 12%. 12% ist zu hoch. Wir würden bei dieser kleinen Stichprobe 2 mal 10 Leute und diesem Mittelwertsunterschied von 0,5 würden wir nicht sagen, dass das signifikant ist. Okay? Und das Schöne ist an diesem Ding, ich möchte gerne, dass Sie selber hier mal Sachen ausprobieren. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was wir mal ändern könnten. Okay, ich füge jetzt hier lauter Einsen hinzu. Was wird passieren? Zwei Dinge passieren.
Was wird mit der Varianz aus der Stichprobe 2? Erste Frage. Wenn ich weitere Einsen hinzufüge, was wird mit der Varianz? Zweitens, was wird mit der Stichprobengröße? Das ist einfach. Drittens, was wird mit dem p-Wert? Wir fügen lauter Einsen hinzu bis hierhin. Okay, jetzt haben wir eine Situation erreicht, wo wir zwei unterschiedlich große Stichproben haben. Dieses, also hier haben wir 10 Personen drin, hier haben wir 20 Personen drin. Der Mittelwert ist aber hier inzwischen 1,5 und hier auch 1,5. Das heißt, wir haben zwei gleiche Mittelwerte. Was erwarten wir denn? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu begehen, wenn ich in dieser Situation behaupte, dass es einen Unterschied zwischen beiden Gruppen gibt? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu begehen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Gruppen, obwohl es gar keinen gibt? Die Wahrscheinlichkeit ist 100%, ja? Wenn beide Gruppen den gleichen Mittelwert haben, dann wäre das immer ein Fehler zu behaupten, dass sie systematisch sich unterscheiden. Das ist logisch. Okay. Nehmen wir mal wieder einige Fälle weg. Dann sehen Sie, okay, jetzt haben wir einen kleinen Unterschied. Der ist nicht sonderlich groß. Wir machen mal noch ein bisschen mehr, dass hier irgendwann mal ein runder Wert rauskommt. Okay, davon sind wir gestartet. Das hilft uns also gar nicht. Okay, hiervon sind wir gestartet. Mittelwertsdifferenz ist 0,5. Ich füge weitere Einsen hinzu und Sie beobachten mal nur den p-Wert. Okay, Mittelwertsdifferenz wird immer kleiner, p-Wert wird immer größer, bis er irgendwann 1 ist. Was passiert, wenn ich jetzt hier weitere Einsen eingebe? Dann wird der Mittelwertsunterschied wieder größer, zumindest im Betrag. Ja? Ich mache das und genau das passiert. Und der p-Wert wird wieder kleiner, weil der p-Wert sich annähert an die Stelle, wo wir sagen würden, oh, hier ist aber ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Ja, noch eine 1, noch eine 1 und irgendwann, jetzt jetzt sind wir unter 5%. Ja? Rechts machen wir mal einen Mittelwert von 2. Ja? Habe hier so ein paar Werte. Wir machen wir hier überall die gleichen Werte, damit das jetzt Ihren ästhetischen Sinn nicht stört. Okay, also wir haben 12 Beobachtungen hier, 12 Beobachtungen da. Wir haben ganz offensichtlich unterschiedliche Varianzen. Die Varianz ist hier größer, weil nämlich hier weil hier immer Einsen und Dreien sind, während hier nur Einsen und Zweien sind. Das ist näher beieinander. Okay, wir haben unterschiedliche Varianzen. Jetzt die Frage, ist das signifikant? Das können Sie inzwischen. Es ist nicht signifikant. Ja? Das ist nicht signifikant. Und jetzt müssten Sie doch eigentlich stutzen. Im Moment, das war doch eigentlich bei ein halber Punkt, haben Sie gerade doch eben gesagt, das ist irgendwie signifikant. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, es hängt von der Stichprobengröße ab und es hängt von der Varianz ab. Wir haben jetzt hier eine höhere Varianz. Die Varianz stand in der Formel im Nenner. Das heißt, unterm Bruchstrich. Große Varianz führt zu einer Bestrafung, was die Signifikanzeinschätzung betrifft. Okay? Diesen Fall haben wir hier.
Jetzt reden wir nicht über die Varianz, sondern reden wir über die Stichprobengröße. Was muss ich tun, um dieses Ergebnis von einem halben Punkt Unterschied doch noch signifikant zu kriegen? Wie mache ich das? Ich vergrößere die Stichproben. Wenn ich größere Stichproben habe, habe ich mehr oder weniger Rauschen drin. Ich habe weniger Rauschen drin, weil die Fehler sich irgendwann ausgleichen. Und das wird belohnt. Ja? Ich mache das aber an diesem Beispiel hier, mache das auf der Seite. Ich mache hier die Stichprobe größer. Wechsel aber trotzdem immer Einsen und Zweien ab, damit ich bei diesem Mittelwertsunterschied bleibe. Und Sie gucken sich, Sie glauben mir das bitte, was ich hier mache, und gucken sich nur noch den p-Wert an. Ja, und Sie sehen, ja, der p-Wert wird immer kleiner. Es ist, wir kommen jetzt hier nicht so ohne weiteres an diese 0,05 ran, aber es wird immer, wir haben jetzt nur noch keine Geduld mehr gehabt, es wird immer kleiner. Ich habe gerade noch gesagt, der wird immer kleiner und dann sprang das hier trotzdem manchmal auf die 13. Überlegen Sie sich mal bitte, womit das zusammenhängt. Okay, wir sind also hier wieder bei der 1,5 und hier vergrößere ich jetzt auch die Stichprobe. Ja, wir haben ja hier immer noch 12 Observations und hier 66. Das ist nicht gut. Die sollen ja schon gleich groß sein, die Gruppen. Hier haben wir gesagt, wir wollen einen Mittelwert haben von 2. Wir machen es einfach. Wir tun einfach lauter Zweien dazu. Und was passiert mit dem p-Wert? Er wird kleiner und kleiner und kleiner. Mit jedem weiteren Wert, den ich hier erhebe. Und jetzt geht das sehr schnell und dann geht gar nichts mehr. Ja, dann verändert sich gar nichts mehr. Woran liegt das? Wir haben 46 Observations. Ich gehe mal zurück und lösche ein paar davon. Haben jetzt 29, 20. Ah, noch ein paar weniger. Ja, hier haben wir angefangen. Okay, es ist nicht signifikant. 0,78, 0,06, 0,045. Noch einer dazu, 0,03. Das heißt, es geht rasant hier runter. Und zwar in so einem Bereich von 20 Observations. Ups. Und wenn Sie das jetzt hier immer weitermachen und dabei den p-Wert beobachten, dann verändert der sich hier immer noch. Wir sind immer noch unter 30. Und sobald wir irgendwie bei 30 Gruppengröße sind, ist der p-Wert nicht mehr darstellbar mit 3 Stellen nach dem Komma. Und da steckt eine Information drin, Pi mal Daumen zumindest, wie groß Ihre Stichproben sein sollten. Ja? Wenn die größer sind als 30 pro Gruppe, dann können Sie im Prinzip diese Tests machen. Dann taugen die was. Wenn die Gruppen kleiner sind, bräuchten Sie eigentlich etwas andere Tests. Ja? Gut. Soweit, so gut. Probieren Sie es bitte einfach mal selber aus. Probieren Sie mal, was passiert, wenn Sie ganz spitze Verteilungen haben. Wenn Sie zwei Verteilungen haben, wo die eine spitz ist und die andere ist flach, obwohl Sie den gleichen Mittelwertsunterschied haben und so weiter so und so fort. Ja, das sind alles die Beispiele, die ich Ihnen auf den Folien schon gezeigt habe und die können Sie hier sehr schön mal ausprobieren. Gut, damit beende ich das an der Stelle und wir sehen uns ein letztes Mal wieder in der PowerPoint-Präsentation. Bis gleich. Verlaufen Sie sich nicht. Hello again. Gut.
Hier haben Sie also die Formel, hier haben Sie also die Folie, die auf den Online-Calculator verweist. Der ist hier hinterlegt. Einfach draufklicken, ausprobieren, fertig. Fassen wir das zusammen. Wir müssen einige Sachen, wir müssen noch ein kleines bisschen Wasser in den Wein schütten. Und zwar hat der T-Test ein paar Voraussetzungen. Es sind nicht viele, aber er hat einige. Erstens, es geht um unabhängige Stichproben. Ansonsten wird der Standardfehler unterschätzt. Was meinen wir damit mit unabhängigen Stichproben? Wir meinen Stichproben, bei denen ganz klar ist, die Person gehört in die Gruppe und die Person gehört in die Gruppe. Sie können nicht einfach einen T-Test für unabhängige Stichproben benutzen, wenn Sie zwei Zeitpunkte miteinander vergleichen. Wenn Sie also vergleichen würden, unsere Ergebnisse am Anfang des Semesters und am Ende des Semesters, ja, dann wären das ja die gleichen Leute. Ja, sind ja die gleichen Leute gefragt worden. Manche sind vielleicht beim ersten Mal nicht da gewesen, manche beim zweiten Mal nicht da gewesen. Lauter so ein Rauschen ist da drin, aber viele sind auch die gleichen Leute. Und wenn sich dann nichts bewegt, da es ja die gleichen Leute sind, haben wir eine Abhängigkeit zwischen diesen beiden Gruppen, auch wenn wir sie nicht kennen. Und deswegen bräuchten wir dafür einen anderen Test. Ja, gut. Also, unabhängige Stichproben brauchen wir, das ist aber eine Sache, die ist klar. Ja, das wissen wir schon, bevor wir den Test anwenden. Dann muss die abhängige Variable, die wir jetzt mal Y nennen, in beiden Gruppen stetig und normal verteilt sein. Stetig heißt in dem Falle nur, sollte mindestens intervallskaliert sein. Ja? Und wir brauchen eigentlich Varianzhomogenität in beiden Gruppen. Wenn die Varianzen heterogen sind, kann der T-Test das auch abfangen, dann muss er aber an den Freiheitsgraden ein bisschen was drehen. Das können Sie sich gerne in den Tabellen dann nochmal angucken. Da sehen Sie das nämlich, dass die Freiheitsgrade, die eigentlich nur ganzzahlig sind, plötzlich offenbar mit irgendeinem Faktor multipliziert worden sind, einem Anpassungsfaktor. Und dadurch korrigiert worden sind. Okay, also nochmal kurz. Varianzhomogenität wird vorausgesetzt. Und das war's. Mehr ist es nicht. Sie sollten aus praktischen Gründen noch wissen, es ist besser, Stichproben zu benutzen, die größer als 30 sind. Am besten jede Gruppe größer als 30 und dann ist der Test robuster. Ja? Ansonsten ist er sehr wackelig. Ansonsten würden sie auch keine Mittelwertsunterschiede finden, selbst wenn sie ziemlich ins Auge springen. Ja, dafür ist aber genau der T-Test da, um das zu bestrafen. Wie wird das dann geschrieben? Ich habe das jetzt hier extra in Tech geschrieben, damit erkennbar wird, okay, so würde man es in einem Manuskript schreiben. Bei unserer Studie berichteten die Frauen, M ist gleich 3,64. Standard Deviation ist 0,84. Eine höhere Angst, sich Unterstützung bei statistischen Fragen zu holen, als die befragten Männer. Dann kommt wieder der Klammerausdruck. Die Unterschiede waren signifikant. Dann kommt ein T-Wert, dann kommt die Freiheitsgrade, dann kommt der P-Wert, an dem Sie sozusagen erkennen können, ist es signifikant oder nicht. Ist es in dem Falle. Und es kommt die Effektstärke. Das ist normale wissenschaftliche Sprache. Sie haben also einen Satz, den Sie ohne die Klammerausdrücke lesen könnten. Und der Satz würde heißen, bei unserer Studie berichteten die Frauen eine höhere Angst, sich Unterstützung bei statistischen Fragen zu holen, als die befragten Männer. Die Unterschiede waren signifikant. Nur das, was in diesen Buchstaben dargestellt ist, ist eigentlich der Antwortsatz. Und das M und das SD und auch die T-Werte und Freiheitsgrade und so weiter. Das sind Qualifiers, wenn Sie so wollen. Ja, das sind also weitere Informationen, wenn es einen interessiert. Hier kann man den Mittelwertsunterschied direkt ablesen. Man kann es auch überlesen. Und diese doppelte Codierung finden Sie in jedem wissenschaftlichen Artikel. Ja, das folgt auch. Um diesen Satz zu schreiben, habe ich bestimmt irgendwann mal 10 Minuten gebraucht, weil ich nachgucken musste mal gucken, ob ich das hier habe. Ich habe es sogar da, weil ich nachgucken musste in einem Buch, was so dick ist, so dick,
Das hat viele, viele, viele Seiten. Und das heißt, Publication Manual of the American Psychological Association, das ist also das sogenannte APA Manual. Die APA ist also die psychologische Berufsorganisation und die hat ganz klare Regeln festgelegt. Okay, ihr macht einen T-Test, den müsst ihr so und so aufschreiben. Und ihr macht einen anderen Test, dann wird der so und so aufgeschrieben. Und das kann man jetzt total nervig finden. Es ist auch nervig. Aber welche Funktion hat es? Es geht um Wiedererkennung. Ja, es geht um Wiedererkennung. Wenn also immer das gleiche Muster benutzt wird, dann gelingt es viel einfacher, diese doppelte Kodierung der Sätze leichter zu entschlüsseln. Mit doppelter Kodierung meine ich, Sie können drüber weglesen, wenn Sie einfach nur die Inhalte interessieren. Und Sie können auch die weiteren Informationen, die entscheidend sind, rausfinden. Und Sie können sogar rausfinden, obwohl hier das gar nicht gesagt ist, wie groß die Stichprobe war. Die war nämlich 149. Und Sie können auch an diesem T mit etwas Erfahrung abschätzen, wie groß ist denn der Unterschied eigentlich. Und so weiter und so fort. Gut. Das war unser Ziel. Wir wollten Mittelwerte vergleichen. Wir haben dazu kennengelernt, wie der T-Test funktioniert. Und vor allen Dingen haben wir eigentlich ihn auf der Kochbuchebene uns angesehen. Wir haben nämlich geguckt, okay, was tun wir rein? Was kommt raus? Wie interpretiere ich das? Das war's. Es gibt noch andere T-Tests, das muss man der Vollständigkeit halber sagen. Es gibt einen Stichproben-T-Test, da wird gegen einen bestimmten Referenzwert getestet. Da könnten Sie zum Beispiel testen, meine Gruppe, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, meine Gruppe hat beim PISA-Test mitgemacht, hat im Durchschnitt 515 Punkte erreicht. Der Mittelwert in der OECD ist 500 Punkte. Meine Gruppe ist also besser als der OECD-Durchschnitt. Ja, fein. Ich will aber wissen, ist das ein signifikanter Unterschied oder nicht? Ja, ich teste also gegen einen bestimmten Referenzwert, ist er davon signifikant verschieden. Dafür brauche ich den Einstichproben-T-Test. Es wäre schön, wenn Sie sich dazu andere Beispiele mal ausdenken würden. Ja, für Einstichproben-T-Tests und das können Sie in die Matrix schreiben. Ja, da würde ich gerne mit Ihnen drüber diskutieren. Da müsste ich nicht immer das PISA-Beispiel nehmen. Dann gibt es auch sehr interessant die T-Tests für abhängige Stichproben. Ich habe das schon kurz erwähnt, als ich erklärt habe, was unabhängige Stichproben sind. Gepaarte Stichproben oder abhängige Stichproben sind üblicherweise Vorher-Nachher-Untersuchungen. Ja, ich habe die gleiche Person am Anfang. Zum Beispiel am Anfang eines Klinikaufenthalts befragt und dann am Ende nochmal und dann vielleicht ein Jahr später Follow-up-Untersuchung oder am Anfang des Semesters und am Ende des Semesters. Ja? Oder aber ich habe auch dann abhängige Stichproben, wenn ich zum Beispiel Paare befrage über ja, wenn ich Paare befrage über Beziehungszufriedenheit oder so. Oder wenn ich Eltern und Kinder befrage, jeweils einen immer nur, und dann sind die auch voneinander abhängig, ja? Und diese Abhängigkeit, die schlägt sich nieder in einer anderen Art zu testen. Ich brauche dafür den T-Test für abhängige Stichproben. Sie sollen wissen, dass es die anderen gibt und dann können Sie sich auch wieder besser merken, dass der T-Test, über den wir reden, der T-Test für unabhängige Stichproben ist. Der Punkt, an dem wir uns jetzt Goodbye sagen für heute ist der, wo wir uns nämlich überlegen, okay, wie kommen wir vom T42 zu der Situation, wo mehr als zwei Personen kommen? Ja, was mache ich, wenn also mehr Gäste kommen? Dann brauche ich nämlich eine ANOVA, die geht komplett anders, ist aber die gleiche Logik und das gucken wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ciao.